Was geht ab, meine Z-Fighter? Oder hier? Und es gibt Breaking News im japanischen Dokkan Battle. Und bei den Nachrichten habe ich wirklich, ich habe geheult, Leute. Ich habe mich wirklich kurz hingesetzt und geheult vor lauter Hype. Vor das, was uns bevorsteht. Oh mein Gott, da blieb mir kurz der Atem weg. Besprechen wir mal das Ganze. Was hat es hiermit auf sich? Und zwar ist es eine neue Kampagne. End of the Year, Start of the Year. Campaign, also eine Kampagne für Ende des Jahres, für den Anfang des neuen Jahres. Was geht hier ab? Und zwar gibt es eine Special Campaign, wie gesagt, also die hier. Es werden folgende viele Events folgen, das werden wir Ganze besprechen, was es auf uns zutreffen wird. Ein Login-Bonus wird es geben, Extreme Z-Battle wird zurückkommen, was heißt zurückkommen von Broly. Eine neue Stage von Rosé und Vegetto Blue wird hinzugefügt, heißt Stage 3, oh mein Gott, dann natürlich ein Dokkan-Fest. Steht uns wirklich sehr viel großer Content bevor, dann steht hier noch dran, dass es Legendary Campaign losgeht von den LR Androids, von LR Androids 17 und 18 und am besten schauen wir uns mal das Ganze an, Schritt für Schritt, es gibt nur quasi, wir wissen nur, was kommt und wann es kommt, mehr oder weniger, schauen wir uns das Ganze mal an, let's go. Erstes ist auf jeden Fall ein Login-Boni. Wir bekommen Login-Boni. Wir wissen noch nicht ganz genau, was es damit auf sich hat. Also wie viel wir bekommen werden, wie das Ganze aussehen wird. Das Ganze geht aber los am 26. Dezember. Bei uns wird das schon sein. Der 25. Dezember heißt, heute Abend wird das schon losgehen. Heute Abend ab 20 Uhr geht das mit dem Login-Boni los. Dann gibt es ein Extreme Z-Battle von Broly. Das Extreme Z-Battle von Broly kommt am 26. 10 Uhr, nicht wundern, ich sitze da 17 Uhr dran, aber ich gehe immer von unserer Zeit aus, um 10 Uhr, sorry, 9 Uhr, 9 Uhr unserer Zeit, um es genau zu sagen. Denn wir nehmen diese Zeit hier und machen 8 Stunden Minus, dann bekommen wir unsere Zeit, also am 26.12. um 9 Uhr morgens, morgen quasi, geht das neue Extreme Z-Battle, die Extreme Z-Stage von Broly los und dann werde ich auf jeden Fall sehr gespannt sein, wie das Ganze mit Broly aussieht, was sie mit ihm geändert haben. Dann wird es noch einen neuen Banner geben, ein Extreme Dokkan Fest Banner. Wir haben da Broly drauf und Kaioken Blue. Ich schätze mal, da werden mehr oder weniger die alten Lieder drin sein, die halt in der Zukunft ein Extreme Z Awakening bekommen werden. So wie es bei Broly der Fall sein wird. Das geht auch morgen los um 9 Uhr. Dann haben wir die Campaign. Und da seht ihr es schon weiter unten. Einen Moment, wir haben die Campaign von den LR Androids. Das Ganze geht am 27. los um 16 Uhr unserer Zeit. Dann haben, ja, 16 Uhr unserer Zeit. Und oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist quasi ein Déjà-vu. Das hatten wir, wir wissen, es gibt schon ein Vegetto Blue und ein Rosé. Aber das sind neue, Leute. Das sind neue und sie bringen sie in einem Duel Dokkan Festival zurück, in einem Duel Dokkan Banner. Schaut euch mal bitte, haltet mal kurz die Luft an und schaut euch mal diese Artworks an. Rosé, oh mein Gott, so wie er zum ersten Mal erschienen ist und Vegetto Blue quasi auch, das ist... Ich bin jetzt schon gehypt, obwohl ich nicht mal weiß, was die Karten drauf haben. Ich würde gerne wissen, wie ihr das Ganze empfindet, ob ihr gehypt seid oder denkt, oh mein Gott, schon wieder neue Karte. Wobei das in... Also abzusehen war, denn wir wissen, routinemäßig kommt zu den alten Stages immer eine neue Stage hinzu, wie beispielsweise in Globe momentan zu dem dreifachen Gotenks und in JP ist jetzt Vegito, Blue und Rosé an der Reihe, oh mein Gott. Das ist richtig geil. Wir haben da leider keine Uhrzeit, heißt entweder geht das bei uns am 28.12. online oder am 27.12. abends, da müssen wir abwarten. Elderkai Summon kommt back am 1.1., wir haben da auch leider keine Uhrzeit. 10 Elderkai quasi könnt ihr da summon. Dann gibt es einen Dragonstone Sale, geht am 28. online. Und hier ist dann quasi, das bestätigt, eine neue Stage für Vegito kommt und eine neue Stage für Rosé. Und ich weiß, ich halte das gerade zu sehr, aber vor allem Rosé, bitte schaut euch Rosé an, wie krank der aussieht. Rosé, einer meiner Lieblingscharaktere auf jeden Fall vom Dragon Ball Universum. Vegito Blue ist auch genauso. Aber Leute, ich muss euch bremsen. Das ist nicht, dass die Theorien oder Spekulationen vorgehen. Die zwei sind keine LRs, ganz und gar nicht. Das werden normale SSR sein. Sie droppen von ihrem Banner. Das wird wie damals auch sein. Und zwar bei Vegito Banner wird es ein Super-Type Banner. Und bei Rosé wird es ein Extreme-Type Banner sein. SSR werden sie droppen und man wird sie über die Stages zum Transcendent Ultra Rare erwecken können. Und das ist alles in JP, Leute, ja, nicht verwechseln mit LR Vegito und Global, das ist was ganz anderes. Natürlich kommt das hier auch früher oder später zu uns in Global. Gut,
Dann wird das Super Battle Road täglich online sein. Und zwar geht das Ganze los am 25. 9 Uhr morgens, also auch morgen. Dann haben wir hier noch ein New Year's Login Bonus Campaign, also noch ein Login Bonus zu Neujahr. Das Ganze geht dann quasi bei uns am 31. schon los um 20 Uhr abends. Und da gibt es komplett, wenn ihr euch jeden Tag da einloggt, bis zu 55 Dragonstones. Barbershop, 30% Reduzierung wird es da geben und dreifach Experience. Ach, Leute, wirklich so viel erstmal dazu. Mehr oder weniger wissen wir da nicht, wie gesagt, das ist quasi erstmal die News, wann das Ganze kommen wird. Sobald wir aber mehr wissen zu den Karten selbst, was sie drauf haben, lasst euch das Ganze auf jeden Fall wissen. Aber bis dato seid ihr auch so gehypt wie ich. Würde mich gerne interessieren, was ihr davon hält. Super Saiyan Rosé, eine neue Karte, eine neue Stage, genauso wie ein neuer Blue Vegito, kommen ins japanische Dokkan Battle am 27. oder 28.12. Wir haben da leider keine Uhrzeit, wie gesagt, deswegen haltet da die Augen offen. Und da habt ihr die Infos, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.